Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute habe ich für euch mal wieder ein Aufgebraucht-Video und zwar über den Juli 2014, was ich den Monat aufgebraucht habe, weil es ja auch schon wieder fast August ist und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch heute mal, was ich aufgebraucht habe. Und ich hoffe, dass das so mit dem Licht passt und dass das vor allem auch passt mit meiner Zeit, die ich da unten noch habe. Deswegen fangen wir ganz schnell an, damit ich das auch ja schaffe, weil das diesen Monat echt viel ist. Und zwar habe ich hier als erstes ein Waschmittel. Und zwar das Dash mit Fleckenlösekraft Zitrusfrische. Sieht so aus. Ja, das mit dem Licht passt wahrscheinlich bald nicht so. Also durch die Sonne hier reinscheint. Genau, das. Riecht ja sehr nach Zitrus und anfangs fand ich es auch wirklich gut für Handtücher und so, ist es auch echt super, aber für die anderen Sachen halt nicht so und ich glaube deswegen würden wir es nicht mehr kaufen. Dann mache ich mal ganz schnell weiter und zwar mit den Reinigungstüchern von Synergen und das ist ja die Rossmann-Marke, das sind diese hier für alle Hauttypen. Die sind vom Geruch her. Ja, vom Geruch her haben sie mir sehr gut gefallen, aber ich konnte sie überhaupt nicht benutzen. Sie brannten wie Feuer, sage ich mal. Und waren einfach nichts für meine Haut und deswegen wollte ich mir die einfach nicht mehr kaufen. Dann habe ich noch was Unspektakuläres und zwar was zu essen, weil ich diesen Monat auch ein bisschen was habe, was ich aufgebraucht habe, was ich gegessen habe. Und zwar ist das eine Suppe von Maggi, Hühnersuppe, war sehr lecker. Dann wie immer unseren WC-Duftstein von Gut und Günstig. Den zeige ich ja fast in jedes aufgebrauchte Video. Der riecht jetzt nicht mehr, aber ja, den auf jeden Fall. Dann eine Zahnbürste von Sensident. Das ist ja die aus Müller mit diesen speziellen Borsten hier. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Die hat ganz runde, also ein paar runde Borsten und so. Ja, genau. Ganz normale Zahnbürste, also ich bin nicht so anspruchsvoll, was Zahnbürsten betrifft. Dann habe ich noch das Shampoo leer gemacht von Balea und zwar das Feuchtigkeitsshampoo. Mango plus Aloe Vera, trockenes und strapaziertes Haar, Antitrocken-Effekt. Sieht so aus. Und das riecht auch wirklich nach Mango. Aber ich finde mehr nach Aloe Vera als nach Mango. Hat mir vom Geruch her sehr gut gefallen. Die Pflegewirkung war auch gut. Was da drauf steht, hat jetzt bei mir nicht so gewirkt. Aber es roch gut und das wollte ich haben. Und ohne Silikone, wie alle Balea Shampoos, ist natürlich auch super. Und es kostet auch nur 65 Cent. Also es ist echt ein super Preis für das Produkt. Dann habe ich ganz normal, wie wahrscheinlich jeder, Wattepads leer gemacht. Und zwar die Wattepads von Die Liebe von Rossmann. Die fand ich jetzt gut, aber nicht so gut wie die, die ich sonst immer habe. Aber ich würde sie mir wieder kaufen und habe sie mir auch wieder nachgekauft. Dann habe ich leer gemacht von Aveo, von Müller, das Deo Spray Ultimate Ultra Trocken Ultimate Protection. 72 Stunden, das sieht so aus. Es riecht eigentlich sehr angenehm, wie ich finde. Und es hat Aluminium drin, was ich nicht so unbedingt toll finde.
aber es kostet nur 85 Cent und ich hatte ja davon 4 Stück. Jetzt habe ich noch insgesamt 1,5 und ich bin aber froh, wenn sie leer sind, weil ich den Geruch von meiner Lunge her überhaupt nicht mehr ab kann. Ich huste wie am Stück, wenn ich was drauf habe. Und deswegen bin ich froh, wenn die jetzt komplett leer sind und würde mir sie nicht mehr nachkaufen. Oh. Dann habe ich noch leer gemacht von Balea, und zwar das Dusche und Ölperlen-Apfelblüte. Das sieht so aus. Das ist dieses schöne Duschgel hier. Erstmal zum Duft. Es riecht wirklich nach Apfel, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und diese Ölperlen, das war ja so rosa da unten. Das seht ihr jetzt nicht, weil ich habe das komplett ausgespült. Aber da waren ja Ölperlen drin. Und die Ölperlen haben auch super toll gepflegt. Also da fand ich echt schon teilweise besser als das von Dove. Oder ja, von Dove. Und ja, für 95 Cent würde ich es mir auf jeden Fall wieder kaufen. Ich weiß nicht, ob es das noch in der Variante oder in der Form gibt mit dem Apfelblütenduft. Aber guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ich fand es echt super. Jetzt muss ich mich langsam beeilen. Meine Zeit läuft weg. Dann habe ich noch leer gemacht von Melupa den Cremespray mit Milch. Ab dem 6. Monat, der war ja richtig lecker, aber der ist extra extrem süß und das hat mir nicht so gut gefallen. Also jeden Tag hätte ich den nicht essen können, aber so ab und zu mal war der ganz lecker und ja, den habe ich leer gemacht. Dann habe ich noch leer gemacht von Baby Love diese Trockentücherverpackung. Die stehen ja bei mir immer auf dem Schminktisch, weil ich einfach mal zum Naseputzen oder so eine Trockentücherverpackung brauche. Da habe ich auf jeden Fall immer eine da. Jetzt ist die Sonne weg. Aber egal. Und das Coole an denen ist, was ich total toll finde, das sind noch genug Tücher da. Und dann kann man da halt gucken, ob da noch genug Tücher da sind. Was ich richtig gut finde. Und die kosten auch nicht viel, 75, 95 sind irgendwie so. Und sind auf jeden Fall ein Muss bei mir auf dem Schminktisch. Dann habe ich noch leer gemacht von Don2Den, von der DM-Eigenmarke, die Intensiv Clean Mundhygiene Mundspülung für Zähne und Zunge. Sechsfachschutz, das war eine Limited Edition. Fokus will ich. Limited Edition, da steht's. Ja, die ist ja mein absoluter Liebling und die habe ich auch nochmal in Benutzung und die ist echt super und ich hoffe, dass ich die nochmal kriege, weil da ja Limited Edition draufsteht. Genau. Und so teuer ist die auch gar nicht, die kostet 1,50 €. Dann habe ich noch was zu essen, was ich leer gemacht habe, oder Schokolade. Und zwar ist das die Yogurette White and Limette. Das reimt sich sogar. Ja. Da bin ich echt froh, dass die leer ist. Jeder hat die ja gehypt. Und oh Gott, ist die lecker. Und ach, was man so gelesen hat. Ich bin froh, dass sie leer ist. Ich mochte sie überhaupt nicht. Und boah, nee, gar nichts für mich. Dann habe ich noch hier gemacht, einmal von Baby Love, die hygienischen Windelbeutel mit frischem Duft. Ja, die rochen jetzt nach Zitrone extrem und das finde ich ja nicht so toll. Aber sie erfüllen ihren Zweck und ich würde sie wieder kaufen. Die kosten, glaube ich, auch so um die 2 Euro. Dann habe ich eine Packung Baby Dream Extra Sensitive Feuchttücher leer gemacht. Ich kaufe Feuchttücher ja immer in so einem Viererpack und ja, finde ich ganz gut, aber die ich im Moment habe, die sind noch besser, weil die noch besser riechen. Dann habe ich was ganz Unspektakuläres leer gemacht. Und zwar Klopapier, muss ich nicht viel zu sagen.
Jeder kennt Klopapier. Dann habe ich noch leer gemacht von Balea die zwei Klingen Einwegrasierer. Ja. Die sind ganz okay. Waren, glaube ich, fünf Stück waren da drin. Und ja, Einwegrasierer halt brauchen wir ja immer mal wieder. Und deswegen kosten, glaube ich, auch so um die 1-2 Euro. Ich weiß nicht ganz genau, was die gekostet haben. Dann noch eine Packung Feuchttücher. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Monat so viele aufgebraucht habe. Ab und zu sind es mal mehr, ab und zu mal weniger. Da habe ich ja schon was zu gesagt. Dann habe ich, jetzt müssen wir echt beeilen, ich habe nur noch 3 Minuten, einmal Waschlappen von Baby Dream leer gemacht. Die finde ich ja richtig toll, weil das auch funktioniert mit dem Tuch an Tuch. Also wenn man eins rauszieht, kommt gleich das nächste hinterher. Und ja, super und gefallen mir richtig gut und kaufe ich mir auch wieder nach. Dann habe ich noch was Unspektakuläres und zwar die Küchenrollen oder waren Küchenrollen von Edeka. Und ja, ganz normale Küchenrollen. Sind super, kosten nicht viel. Genau. Jetzt habe ich noch 2 Sachen. Ich hoffe, dass mir die Zeit noch reicht. Und zwar sind das auch wieder Feuchttücher, aber das sind andere. Und zwar sind das die Baby Love Sensitive Feuchttücher in ihrer kleinen 30-Stück-Packung. Die habe ich ja immer in meinem Feuchttuchspender für unterwegs. Oder ja, immer solche kleinen Packungen. Jetzt nicht immer die von DM, aber ja. Fand ich ganz okay. Riechen halt nach nichts, was mir mittlerweile nicht mehr so gut gefällt. Aber ja, sensitiv halt. Und dann kommen wir auch schon zum letzten in dem Monat. Und zwar sind das die Penaten Baby Lotion Feuchttücher. Die habe ich ja euch in meinem Monatshaul vom letzten Monat, also vom Juli, gezeigt in meinem Collective Haul. Die habe ich ja ganz günstig ergattert. Und die finde ich echt super ökotest gut. Riechen wahnsinnig toll nach Baby Lotion. Und benutze ich total gerne. Und ja, genau. Das war mein Aufgebrauchtvideo, meine Lieben. Jetzt wollte ich schon winken, aber ich verabschiede mich natürlich noch. Das war mein Aufgebrauchtvideo, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, es war nicht zu schnell. Und ja, genau. Falls ihr Produkte hattet, wo ihr sagt, oh, die hatte ich ja auch, aber die fand ich gar nicht gut. Oder was redet ihr denn da? Die sind total gut. Dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare, wie ihr die Produkte so fandet. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, jetzt kommt die Sonne auch wieder. Super. Ja, genau. Dann würde ich einfach mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Bis dann.